Gut, bevor wir jetzt irgendwo anders hingehen, ist mir gerade noch was eingefallen. Und zwar könnten. Die Polizei hat die Leiche fortgeschafft, aber ansonsten wirkt alles unverändert. Weil wir haben ihn ja so gesehen abgelenkt, dass er sich die Haare zurecht macht. Und dann können wir auch hier rein. So, das Einzige, was wir untersuchen können, ist der Spiegel. Was ist das? Ein Brett ist abgerissen. Dahinter liegt ein Zwischenraum. Aus diesem Blickwinkel sieht man, dass in dem Zwischenraum hinter den Leitungen etwas deponiert wurde. Da. Hinter dem Tisch liegen einige beschädigte Leitungen. So, das hier können wir nehmen. Voilà! Polizei und Spurensicherung haben ein entscheidendes Beweisstück übersehen. Eine Art Beutel. Auf dem Beutel befindet sich das Kreuzzeichen von Carchans Organisation. Ich bin auf der richtigen Spur. So, da noch. Hinter dem blutverschmierten Schutt liegt nichts Interessantes mehr. Okay, sonst ist hier nichts. Gut, wir haben jetzt einen Beutel. Auf dem Beutel befindet sich das Kreuzzeichen von Carchans Organisation. Der Beutel enthält zwei Gegenstände. Ein seltsames metallenes Artefakt und einen Brief in einer Art Geheimcode. Okay. Das Artefakt zeigt ein Schwert, das über zwei Waagschalen liegt. Auf dem verschlossenen Panel befindet sich ein Bild der Justitia in dem Raum unter der Conciergerie. Also, damit können wir den Safe öffnen, den wir da in diesem Gewölbe nicht öffnen konnten. Noch eine chiffrierte Botschaft. Nach dem gleichen System kodiert. Also hat Plantin irgendwas mit Carchon zu tun. Die Botschaft wurde mit einem Ersetzungscode verschlüsselt. Jeder Buchstabe des Alphabets wurde durch ein bestimmtes Symbol ersetzt. Ja. Also das. Hier ist ein Punkt, da ist ein Punkt. Da ist ein Punkt, da. Das hier könnte Pierre wieder heißen. Pierre. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was beim letzten Mal die einzelnen Symbole waren. Pierre. Das ist das hier. E ist das hier und R. R ist das hier. So. Pierce. Das ist ein S. Pierce. Das wäre dann das. So. Moment, wie hießen die beiden? Das müsste dann W sein. Wir. Wir. Sind. Sind. Ja, wir können es ja immer noch rückgängig machen. N. Und D. So. Und der Plantat. L.
L A. A ist das hier. Und das ist ein T dann. T. Planta Pierre tot. O. Da. Mörder. Mörder. Muss Spur von V. Arno und Yamada, glaube ich, hieß die, oder? Oder der. Yamada. Blond Harpier tot. Mörder muss Spur von Arno und Yamada gefolgt. Gefolgt. F. Gefolgt sein. Jetzt. Jetzt. Z. Sind wir dran. Müssen aufpassen. Thierrys Freundin hat Thierrys Freundin hat Pierre safe geknackt. Ein C noch. Geknackt. Sie macht mir Sorgen, Imelda. Plantin. Pierre tot. Mörder muss Spur von Arno und Yamada gefolgt sein. Jetzt sind wir dran. Müssen aufpassen. Thierrys Freundin hat Pierre safe geknackt. Sie macht mir Sorgen. Imelda. So viel zu Imeldas Unschuld. Plantin hat für sie gearbeitet. Und für Garchon. Aber warum wollte Plantin mich treffen? Eine Falle vielleicht? Vielleicht steckte er ja auch zu tief drin und brauchte mich, um seine Story zu erzählen. Welche Story auch immer. Eins ist klar. Die Story ist es wert, dafür Menschen zu töten. So. Einmal zurück, einmal raus. Hey, was ist mit meinen Fotos? Oh, natürlich. Wie konnte ich die nur vergessen? Also gut, ich warte. Holen Sie die Kamera raus. Kamera? Oh, die habe ich ganz vergessen. Sie ist kaputt. Allor, man sollte Frauen eben nie einen Männerjob anvertrauen. Aber diese Frau hat ihn ganz schön reingelegt. Und einen Beweis gefunden, den die Polizei übersehen hat. Genau, wir sind halt schlau. So, wir haben jetzt den Schlüssel für diesen komischen... Das seltsame metallene Artefakt in Plantars Beutel führt mich zurück zum Kai. Ile de la Cité, eine Stunde später. So, wir können hier rein. Da ist immer noch alles auf. So, das hier hochheben. Das hier dazwischen klemmen. So, das Ding hier reinstecken. So, das können wir jetzt mitnehmen. Ich nehme die Geschosshülse weg. Und wenn ich das rausnehme, geht die Tür wieder zu, oder? Ja, scheiße. Entschuldigung. Also nochmal, das Ding hier dazwischen stecken. Das Ding hier rein. So, die Geschosse so wieder mitnehmen.
Ich nehme die Geschosshülse. Ja, das hast du eben schon mal gesagt. So, hier rein. Und dann das Ding hier drauf. Plantars Schlüssel passt in das Schloss. Er muss also auch hier gewesen sein. So, was ist drin? Jemand hat ein Foto zerrissen. Papierfetzen. Wenn ich die Teile nur richtig anordne... Ein Bild. Bei Bildern fängt man um ein... Moment. Ich habe eben weggeklickt. Wir machen da nochmal drauf. Ein Foto wurde in zahlreiche Teile zerrissen und du musst es wieder zusammensetzen. Um einen Teil zu ergreifen, bewege den Mauszeiger darüber. Wenn der Mauszeiger sich in eine Hand verwandelt, klicke darauf und ziehe das Teil dann an die gewünschte Stelle. Die Teile müssen so angeordnet werden, dass das ganze Foto im zur Verfügung stehenden Freiraum Platz hat. So, also, man fängt immer mit den Ecken an. Es gibt auch nur zwei Ecken. Blöd. So, das hier passt da dran. Sehr schön. Das sind die Außenteile. Das kommt unten hin. Das ist auch Außenteil. Das kommt oben hin. Hier dran direkt. Haben wir noch ein Außenteil? Oberteil? Nee. So, das hier sieht so aus, als würde es hier passen. Das würde dann hier passen. Das passt hier. Das passt hier. So. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Entschuldigung. Und der Rest muss hier irgendwie eingefügt werden. So, das hier. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Ja, man muss sich halt immer an so kleinen Punkten orientieren. Hier zum Beispiel ist so ein vorstehender Büppel, der würde genau hier reinpassen. So, das kommt hier hin. Das dahin. Das dahin. Und das dahin. Es gibt keinen Zweifel. Es ist ein Bild meines Vaters. Papa! Oh mein Gott. Nach allem, was ich durchgemacht habe, dachte ich, mich könnte nichts mehr erschüttern. Aber das hier schon. Mein Vater, der einzige Mensch auf der Welt, den ich ehrlich bewundert habe, steht neben Carchon, während die Mörder ihr grausiges Verbrechen begehen. Mein Vater grinst in die Kamera. Ich kann es nicht glauben. So, einpacken. Mir wird klar, dass ich dieser Geschichte unbedingt auf den Grund gehen muss. Und dass ich dringend George brauche. Und wir sind wieder daheim. So, wir sind jetzt wieder George. Ja, wir können erstmal mit der Dame sprechen und dann machen wir für heute Schluss, oder? Machen wir's. Oh, hi. Bonjour, Monsieur. Soll ich Ihnen Ihre Zukunft voraussagen? Oh, nein, danke. Ich bin sehr gut und es dauert nur eine Minute. Trotzdem vielen Dank, aber ich bin nicht abergläubisch. Außerdem, wenn es nur eine Minute dauert, hat man ja nicht mehr sehr viel Zukunft vor sich. Kennen Sie eine junge Frau, die Nicole Collard heißt? Ja, sie wohnt über mir, in dem Haus da drüben auf der anderen Straßenseite. Die Tür ist nicht verschlossen, aber Sie müssen ihr einen kleinen Schubs geben. Sie klemmt, wissen Sie, wegen der Feuchtigkeit. Der Vermieter hat versprochen, sie zu reparieren, bevor der Winter kommt. Das verspricht er seit 3 Jahren. Wie lange wohnt Mademoiselle Collard schon hier?
Ein paar Monate. Ihr steht eine böse Überraschung bevor, wenn das Wetter kalt wird. Zugige Fenster, ungenügende Heizung. Es ist schwer, sich einigermaßen warm zu halten. Der einzige Grund, warum ich bleibe, ist die geringe Miete. Ihre junge Lady, sie verdient was Besseres. Ich dachte, Mademoiselle Collard sei eine erfolgreiche Fotografin. Nicht so erfolgreich, wie sie vorgibt. Trotz ihrer feinen Kleider. Oh, ich habe schon gehört, wie sie sich nachts in den Schlaf geweint hat. Das ist schrecklich. Verraten Sie aber nicht, dass ich Ihnen das erzählt habe. Sie ist stolz, die Kleine. Zu stolz, wenn Sie mich fragen. Haben Sie hier jemanden gesehen, der das Apartment von Mademoiselle Collard beobachtet hat? Ja, doch. Ein merkwürdiger Mann, groß und dünn wie eine Bohnenstange. Er hat sein Gesicht versteckt, aber ich habe seine Augen gesehen, wie sie aus bösartigen kleinen Schlitzen herausgefunkelt haben. Was hatte er an? Einen langen braunen Regenmantel und einen Hut. Wie Humphrey Bogart? Ja, aber er hatte nicht Bogarts Charisma. Außerdem sah der Typ aus, als ob er dringend auf die Toilette müsste. Sie haben noch nie jemanden gesehen, der dermaßen den Hintern zusammengekniffen hat. Können Sie mir sonst noch etwas über Miss Collard sagen? Non, Monsieur. Kann man diese Blumen kaufen? Oui, Monsieur. Okay, ich nehme einen Strauß von den Weißen da. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Nein? Das sind Lilien, Monsieur. Für manche Leute sind das Totenblumen. Danke für die Warnung. Was für Blumen haben Sie noch? Dahlien? Was bedeuten die? Unsicherheit. Ich will nicht, dass sie einen falschen Eindruck von mir kriegt. Was ist mit den hohen Gelben da? Das sind Iris, die Flamme der Leidenschaft. Und die kleinen Gelben? Sinnlichkeit. Die nützen mir nichts. Ich will auf sie Eindruck machen, aber ich will sie nicht überrumpeln. Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen? Sie gehen auf eine lange Reise. Ach nee, was für eine Überraschung. Können Sie mir nicht etwas erzählen, was ich noch nicht weiß? Wie funktioniert das mit dieser Vorherseherei? Wenn ich das wüsste, würde ich keine Blumen mehr verkaufen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie mit dieser Gabe gesegnet sind? Das ist so ähnlich wie Fernsehen. Manche von uns werden mit einer Antenne geboren. Ich gehöre einfach zu diesen Glücklichen. Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Das wird die Zeit erweisen, Monsieur. Das Seltsame ist, mich selbst kann ich in der Zukunft nicht sehen. Andere Leute? Kein Problem. Aber wenn ich versuche zu sehen, was mit mir geschehen wird, nichts. Macht Ihnen das keine Angst? Manchmal. Ich denke aber, dass es sich dabei um eine Art natürlichen Sicherheitsmechanismus handelt. Entweder das, oder ich habe keine Zukunft. Bald ist vorbei. Was sagen Sie zu diesem Werkzeug? Ist das etwas aus einer Zahnarztpraxis? Nein, damit macht man Kanaldeckel auf. Umwerfend. Erkennen Sie diese Nase? Non, Monsieur. Wissen Sie etwas über dieses Taschentuch? Nein, nichts. Was können Sie mir über diesen Stoff sagen? Das ist sehr teures Material, Monsieur. So, wir können... Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. So, wir können hier nichts mehr machen. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter und gehen hoch in Nikos Apartment.